Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Crusader Kings 3. Ich bin immer noch dabei, die Dynastie von Wessex zu spielen und wir befinden uns mittlerweile in der Episode 5. Und beim letzten Mal hatte ich gerade hier die Armee von Cornwall praktisch gestellt. Er hatte hier mein Earltum von Dorset belagert, während ich seinen Verbündeten aus Irland aus dem Earltum von Ormond hier oben gestellt hatte. Irgendwo in Wales sozusagen. Und jetzt habe ich hier seine Armee gestellt, wie gesagt, als er sich von der Belagerung zurückgezogen hat. Und hier kommt aber schon der Verbündeter wieder an. Das heißt, ich muss gucken, dass ich die jetzt beide irgendwie mal vernichtend schlage, damit ich hier meine Belagerung endlich angehen kann. So, dann gehen wir mal direkt rein in den ersten Fight hier. Und wir sehen, wir fighten wieder sehr überlegen. Mal kurz schauen, wie die Vorteile verteilt sind. Küstenvorteile hat er. Ja, ansonsten bin ich deutlich besser. Die Schlachtwürfe ziehen wir ab. Also hat 11 plus 5, also 16. Ich habe 23. Das heißt, mal abgesehen von meiner puren Überlegenheit, ist das auch schon mal ein Grund, warum ich das auf jeden Fall gewinnen sollte. So. Ja. Kommt jetzt hier hin und will direkt wieder abfahren. Abgelehnt. Ich habe ihn direkt erwischt. Und da kommen wieder Neuigkeiten von unserem Kind. Groß und stark. Ah, sehr schön. Die Fähigkeit kränklich, die Eigenschaft kränklich ist verloren gegangen. Und nun haben wir wieder eine gesunde Tochter. Gute Neuigkeiten. Die Gesundheit ist ja das Wichtigste, ne? Wie man weiß. So. Also, dann schauen wir uns mal gerade die beiden gerade geschlagenen Schlachten an. Die Ritter haben wieder sehr gut abgeliefert. Die auf und generell eigentlich alle. Wir haben relativ wenig Verluste einfach, haben viel vernichtet von ihm. Das heißt, irgendwann hat er einfach keine. Keine Leute mehr. Das ist sehr schön. Schauen wir mal an, wie seine Ritter sich geschlagen haben. Okay, die konnten sich beide zurückziehen. Dann gucken wir mal in den Kampf, in die Details rein. So, seine Einheiten wurden vernichtend geschlagen. Und er hat jetzt noch seine Ritter, von denen ich aber einen verwundet habe und zwei gefangen genommen habe. Das heißt, genau, wir haben gesehen, die Armee ist jetzt weg. Also das heißt, jetzt kann ich hier auf jeden Fall angreifen. Er könnte dann theoretisch mal mir vorbeilaufen, aber dann kann ich immer noch drauf reagieren. Und wir kümmern uns wieder um unsere Gefangenen und schauen einfach mal, ob da auch fähige Leute dabei sind. Nein. Nein. Nochmals nein. So, ich frage mich gerade, Jungarzt. Vielleicht wird das auch ein gescheiter Arzt oder so. Aber wir haben einen ganz guten Arzt. Von daher würde ich jetzt einfach mal gucken, dass ich hier ein bisschen Kapital rausschlage. Lösegeld fordern ist bei keinem der drei möglich. Freilassung verhandeln. Ich leg die nochmal an. Ob ich nicht doch irgendjemand gebrauchen kann. Was sieht einfach nicht. Ah, doch hier, guck mal. Der ist doch ein ganz fähiger Ritter. Der ist zornig, gut für einen Ritter, treuherzig, großzügig, charismatisch und entstellt. Entstellte ist kein Problem. Das sehen wir ihm nach. Und wir rekrutieren ihn jetzt einfach. Und das schwache Druckmittel nehmen wir trotzdem einfach mit, oder? Warum eigentlich nicht? Und er soll auch bitte noch Katholik werden. Perfekt. Super. Dann machen wir das gleich mit dem hier. Also die Freilassung verhandeln, meine ich damit. Rotieren lassen wir weg. Das ist ihm zu viel. Na gut. Den möchten wir auch nicht haben, richtig?
Wenn ihr gerade mal schauen, bevor ich jetzt hier zu arrogant bin und irgendwas übersehe. Na, guck mal, ein 8. Ritter wäre sogar gar nicht mal so falsch, ne? Ich habe jetzt gerade 1, 2, 3, 4, mit dem, den ich gerade geholt habe, 5, die besser sind. Das wäre unser 6. bester Ritter dann. Dann holen wir uns den doch einfach mit. Genau. Also die Bekehrung verlangen wir dann trotzdem. Und dann das Gelübde ablegen. Nö, das wollen wir nicht. So. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwann auf den Kopf fällt oder so, aber irgendwie fühlt sich das ganz gut an, sich die Leute einfach einzuverleiben. Weil wenn man viele Leute um sich herum schart, die was drauf haben, warum nicht? Gut, er ist anscheinend nicht so glücklich damit, aber er macht es natürlich trotzdem. Oh, das habt ihr alle richtig gesehen, ihr habt keine andere Wahl. Wunderschön. So, dann werden wir jetzt mal Folgendes machen. Und diese Nachricht löschen. Mal schauen, der wird beeinflusst, steht er noch. Okay, achso, wir sind neu gestartet jetzt, okay. Okay, ich glaube, das ist gut genug. Also anscheinend habe ich auch vergessen, das wieder abzubrechen. Dann gehen wir jetzt hier nochmal auf unsere Reichsübersicht, auf die Vasallen. Und machen jetzt hier einfach eine Beeinflussung. Und jetzt müsste hier unter Ränkelspiele, genau, nur noch er auftauchen. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. So, dann gehen wir nochmal auf unsere Armee und organisieren kurz unsere Ritter. Ich weiß nicht, ob das ein Nachteil ist, wenn der hier... Er soll einfach fighten für mich, ne? Er kann es ja. Ich will ja einfach meine besten Leute haben. Und... Genau. Sehr schön. Damit haben wir eine sehr schlagkräftige Truppe. Das Befehlshaber ausbilden hat sich auch schon ein bisschen Zeit gemacht anscheinend. Und ich bin da recht zufrieden soweit. Dann lassen wir mal weiterlaufen und gucken uns mal an, wie die Belagerung so läuft. Na, vielleicht kriege ich auch das richtige Anklick. Ich muss gerade anklicken. Blöd dazu. Jetzt. So. Schauen wir uns gerade mal an. Also hier hat er 300 Garnisonstruppen. Und jetzt kommen hier seine Leute mit dem angerannt und wollen die Belagerung abbrechen, wenn ich das richtig sehe. Eher nach so einem Suicide-Move aus, aber... Ja. So, jetzt mal die... Mal anschauen. Vorteil... Und Gunst? Ja, genau. Aber er gilt wieder als Verteidiger, weil er halt wahrscheinlich die Stadt da hat, ne? Und ich sozusagen belagern war. Obwohl er jetzt nämlich reinmarschiert ist. Okay? Gut. Sollte trotzdem kein Problem sein, weil wir einfach viel stärkere Truppen haben, oder viel mehr Truppen vor allem auch haben. Und wir haben ungefähr ein Verhältnis von 3 zu 1 gebildet. Und er zieht sich zurück. Wir schauen uns kurz mal das Schlachtergebnis wieder an. Wieso haben wir denn 5 Ritter? Vielleicht war der eine einfach noch nicht da oder so. Eben konnten wir da diesmal keinen gefangen nehmen. Schade, schade. Moment, was fehlt denn da? Ja, der fehlt. Gibt es dafür einen Grund? Ist er vielleicht verwundet? Naja, also egal. Auf jeden Fall, also der mag uns aktuell jetzt noch nicht so unbedingt so sehr. Aber... Das mit dem Druckmittel, mit dem zwangsweise rekrutiert und den
verlangte Bekehrung. Das regelt sich auch wieder über die Zeit. Bei über 10 bis 15 Jahren scheint bei verlangter Bekehrung scheint es etwas länger zu dauern. Das sieht nach 15 Jahren aus. Aber ja, Kulturakzeptanz, das wird schon werden. Und mal schauen, ob er in der nächsten Schlacht dabei ist. Das wäre echt spannend zu wissen. So, dann versuche ich mal wieder die Belagerung anzuklicken. First try, sehr gut. Und jetzt sehen wir, dass das in 8 Monaten durch ist. Und jetzt geht es hier um Deserteure. Ja, das ist ja auch höchst unerfreulich, dass einer Ritter anscheinend desertieren wollte. Es ist jetzt kein wichtiger Charakter, von daher ist es jetzt nicht so tragisch. Hier unten kriege ich Anspannung, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Wir können ja gerade gucken, wie viel Anspannung wir aktuell haben. Hat es doch letztens irgendwo gefunden. Moment, ich schau mal, ob ich es wiederfinde. Ah ja, ich bin nur blind. Hier oben ist die Anspannung. Genau. Aktuell haben wir da 30. Aber gut, ich will sie sowieso nicht haben und dementsprechend werde ich es auf jeden Fall nicht akzeptieren. Und werde ihn versuchen zu gefangen zu nehmen, was eine 2% Chance hat, dass ich mich verwunde. So. Kommt jetzt noch eine Nachricht? Ah ja. So. Genau. Jetzt ist die Frage, wie bestrafe ich die Deserteure? Und ich kann halt einmal sie alle hinrichten lassen. Das gibt aber Anspannung, das finde ich schon mal uncool. Wird auch Schrecken geben, was ja eigentlich gut ist, aber ja. Und diesen Kriegsführungswandelsvorzug, ne? Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Latrinen putzen zu lassen. Hat eine 80% Chance, dass es gut geht und 20%, dass es nicht gut geht und ich diesen Kriegsführungswandelpunkt nicht bekomme. Oder ich versuche die diplomatische Herausforderung. Ich schätze mal, da hilft mir, dass ich einen hohen diplomatischen Wert habe. Und zu 96% kriege ich diesen Punkt und zu 3% passiert nichts. Also machen wir das. Und kriegen die nächste Nachricht. So, und das sind wieder gute Nachrichten hier. Befehlshaber befördert. Also, mein Ratsmarschall hat einen neuen Mitstreiter gefunden, sozusagen. Hier mit Kriegsführung 20, Kampfgeschick 17 und hier nochmal Waldkämpfer. Wenn wir es mal mit ihm vergleichen. Er hat halt hier oben aggressive Angreifer, was auch nicht unbedingt falsch erscheint mit den Verlusten, die wir den Gegner zufügen. Und er ist hier bei beiden Werten auch noch besser, aber sehr gut, den nehmen wir doch gerne. So, unsere Rede hat funktioniert, die Deserteure haben es eingesehen und wir kriegen jetzt unseren Kriegsführungs-Lebenswandel-Vorzugspunkt. Oder wie auch immer es genau heißt. Und pausieren erstmal und vergeben diesen Punkt natürlich direkt. Okay, so wie es aussieht, damit ich den freischalten kann, muss ich erstmal hier komplett runtergehen. Das heißt, jetzt kriege ich nochmal Verteidigungsvorteil in kontrolliertem Territorium. Das hätte uns vorhin sogar, glaube ich, wobei da haben wir angegriffen, ne? Naja, vielleicht was gebracht. Auf jeden Fall nehmen wir mit, weil wir wollen ja hier runter. So, die Belagerung schreitet voran. Doch leider kommt hier der Gegner wieder angekrochen. Weil die Frage, was er jetzt machen will, ne? Er kann jetzt halt mich angreifen. Was er anscheinend auch machen möchte. Okay, dann kämpfen wir nochmal. In Ordnung. So, und während dessen haben wir wieder 1000 Punkte eingeheimst. Und das erhöht unsere Festungsstufen um 1. So, nehmen wir mit. Und dann direkt mal gucken, ob man das auch irgendwo sehen kann. Genau, hier haben wir jetzt statt 2 haben wir jetzt hier 3. Nicht schlecht. Schlacht müsste eigentlich auch relativ easy sein. Und wir schauen einmal auf den Bericht zur Schlacht. Ist das die richtige? Nope, das ist noch die alte. Und hier die aktuelle, ne? Ja, das sieht doch gut aus.
Und wir sehen, dass wir leider wieder keinen seiner Ritter gefangen genommen haben. Aber die Verluste sprechen auf jeden Fall wieder gegen ihn. Wieder im Verhältnis von mehr als 3:1 gekillt. Und ich denke, es wird auch die letzte Schlacht gewesen sein, weil eigentlich müsste es dafür sorgen, also die Belagerungsfortschritt ist nicht zurückgegangen, weil wir ja nicht abgehauen sind. Und ich denke, bis er sich jetzt wieder gesammelt hat, ist das Ding hier auch durch. So, jetzt wird hier jeden Moment die Belagerung durchgehen. Er kommt doch nochmal an. Wir schauen gerade mal, ob wir jetzt sehen können, wenn er hier bei uns ankommt. Nicht so richtig. Na egal, aber wir sind gleich da und die Belagerung muss dann leider doch nochmal einer Schlacht weichen sozusagen. Bisschen unglücklich, weil es noch Verluste gibt. Aber naja, so ist das halt. Schauen wir mal kurz in den Kampfbericht rein vom 3. Juni 873 und sehen, seine Ritter sind wieder beide rausgekommen. Unsere haben aber auch keine Schäden erlitten. Und so gesehen ist es auch alles okay. Und die Belagerung ist in 22 Tagen durch und damit müsste die Grafschaft auch oder das Earltum auch gleich erledigt sein. Beziehungsweise eingenommen. So, dann schalten wir einmal die Pause rein. Mal die Schlachten hier oben wegmachen. Die Belagerung ist durch, haben wir mitbekommen. Und schauen uns hier nochmal den Kriegsgrund an und klicken auf Forderung. So, wird nicht annehmen. Okay, das heißt, er möchte gerne noch einmal platt gemacht werden. Das heißt, wir ziehen jetzt nochmal unsere Truppen hier rein und killen nochmal seine Armee final. Wir haben auch keine neuen Gefangenen gemacht anscheinend. Hätte er sein können. So, das ist jetzt die finale Schlacht. Denke ich. Außer sein Verbündeter kommt gleich nochmal an. Aber da ich seine Armee komplett vernichtet hatte, glaube ich da noch nicht so richtig dran. So, jetzt aber haben wir 100%. Und jetzt können wir unsere Forderung einfach erzwingen. Ich könnte auch kapitulieren, wenn ich möchte. Aber das möchte ich nicht. Und jetzt erhalten wir wieder das Earltum, was ja unser Kriegsziel war. Genau, können wir das irgendwie noch modifizieren? Eigentlich nicht, ne? Also Forderung erzwingen. Er ist nicht so begeistert davon, das kennen wir ja schon. Und damit sind wir wieder aus dem Krieg raus und können wieder alle Armeen einfach direkt auflösen. Hier sehen wir auch noch unseren Komplott gegen Verbesserung der Meinung unseres einen Vasallens. Und jetzt schauen wir mal drauf, wie es hier aussieht. Genau, die Kontrolle ist natürlich jetzt nicht sehr hoch. Das sollte sich jetzt aber bald ändern. Genau, jetzt fängt es schon an besser hochzuticken. Und die Volksmeinung ist natürlich auch nicht die beste, das kennen wir ja schon alles. Allerdings baut sich das hier auch nach und nach ab. Weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder hier eine Fraktion gegen uns haben. Nee, noch nicht. Aber gut. Das heißt, damit ist Cornwall gefallen und ich denke, das ist ein ganz guter Schluss für Episode 5. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.